So, und da sind wir wieder bei Let's Play Skies of Arcadia. Und ja, wir haben das letzte Mal Fina befreit und aus Valior entkommen. Und haben Fina gesagt, dass wir ihr bei ihrer Suche nach den Moon Crystals helfen werden. Und wir sollten allerdings vorher noch einmal zu unserem Dad, wenn ich mich nicht täusche. Denn er wollte irgendwas von uns. Deswegen werden wir da natürlich auch direkt hingehen. Und dort werden wir auch eine kleine Überraschung erleben. Denn wir können hier etwas finden. Und das kriegen wir nämlich auch gleich schon erklärt. Wir hören schon. Da war ein Piu. Was ist los, Kipiel? Pieps, Mia. Wirklich? Hier? Ach was. Weiß? Kipiel sagt mir, hier gibt es irgendwo ein Charme. Ein Charme? Was ist das? Charms sind kleine Scherben aus Moonstones, die heruntergefallen und beim Aufprall zersplittert sind. Kipiel ernährt sich davon. Ach ja? Wow, ich wusste nicht, dass man Moonstones essen kann. Wo kann man sie finden? Wie sehen sie aus? Es gibt sie überall, aber sie sind sehr klein und schlecht zu sehen. Aber Kipiel wird dir sicher ein Zeichen geben, wenn wir uns einen Charm nähern. Er kann absolut nicht stillsitzen oder ruhig sein, wenn es in der Nähe etwas zu essen gibt. Verstehe, also brauchen wir nur den Boden absuchen, sobald sich Kipiel etwas komisch aufführt, ja? Mal sehen, ob wir hier etwas finden können. Je mehr du Kipiel fütterst, desto stärker wird er. Er wird sich dann in verschiedene Formen verwandeln und dem Feind im Kampf schaden können, wenn er groß wird. Okay, gut, hier hat er ja gerade schon... Oh, sieh mal, da ist was. Hier irgendwo muss es sein. Da haben wir was. Wir haben einen Charme erhalten und den können wir jetzt auch direkt füttern. Das Ganze ist gar nicht mal so simpel, denn es gibt auch verschiedene Charms. Tatsächlich, es gibt noch eine andere Art von Charme. Und dadurch, wann man diese einsetzt, die ganzen Charms, kann es sich verändern, dass Kipiel nicht mehr ja die eine Form oder die andere Form hat. Weil, wie gesagt, er kann sich verschiedene Waffen verwandeln. Und dafür gibt es mehrere Wege quasi, die sich irgendwann splitten. Und man quasi... ja, verschiedene Waffen bekommen. Man kann also nicht jede Waffe quasi bekommen. Sondern es kommt ganz darauf an, wie man Kipiel später füttert. Und anscheinend müssen wir hier nicht hin. Das ist leicht verwunderlich. Dann war ich doch falsch. Nee, gar nicht. Hier ist die Little Jack und da müssen wir wahrscheinlich dann auch hin. Ja, da unten ist... da unten steht unser Vater. Sonst können wir hier auch nichts mehr tun. Wir haben hier alles gemacht, was man machen kann. Den Moonfisch da oben haben wir, glaube ich, auch gesammelt, meines Wissens nach. Ja, den haben wir, glaube ich... ja, doch, den haben wir auch. Und von daher können wir eigentlich direkt weitergehen. Das Problem ist natürlich, Fina hat erst Level 1. Ne? Sie ist also unfassbar schlapp. Mit Level 1 nur 300 HP. Die muss natürlich trainiert werden. Das werden wir aber nicht in diesem Part machen, sondern das kommt theoretisch auch von ein bisschen von ganz alleine. Dank den vielen Zufallskämpfen. Ich werde eventuell aber trotz allem hier und da mal offscreen trainieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das handhaben werden. Allerdings wird das zunächst erstmal relativ egal sein, weil sie wächst momentan relativ schnell. Dank der ja, Level 1, ne? Da kriegt sie relativ schnell Level. Was ist los, Weiß? Du siehst ungewöhnlich ernst aus. Dad, da ist etwas, was ich dir sagen muss. Keine Sorge, ich habe das Gefühl, ich weiß bereits, was du sagen willst. Ich erinnere mich daran, als ich in deinem Alter war. Ich kenne das Gefühl, von meiner eigenen kleinen Insel wegkommen zu wollen, um den Rest der Welt zu sehen. Aber wenn sich ein Mann entschließt, seinen eigenen Weg zu gehen, braucht er seine Eltern nicht, um Erlaubnis zu bitten. Von jetzt an bist du mir ebenbürtig, ein Mann, der vom Himmel lebt. Es gibt nichts Ehrenwerteres als das. Du kommst fast bei jeder Gelegenheit zu spät. Aber du verschwendest keine Zeit, dich allein auf die Socken zu machen. Dad. Los, geh schon, Weiß. Geh und verschaff dir einen Namen in der Welt. Oh, das ist aber nett, dass er mich einfach gehen lässt. Du hast dich also entschlossen, wegzufahren? Dein Vater hat es mir schon erzählt. Aber so wie ich dich kenne, hätte es sowieso nicht lange gedauert, bis du dich wieder nach dem Himmel sehnst. Mama. Schon in Ordnung, Lieber. Jeder verlässt früher oder später das Nest. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Ich wusste, dieser Tag wird irgendwann einmal kommen. Es ist nur, er kam viel früher, als ich dachte. Und hoffte.
Also halt dich wacker, mein Sohn. Geh und jag diesen Träumen nach, von denen du immer gesprochen hast. Und kümmere dich auch um Aika, ja? Klaro! Okay, wir können also endlich gehen. Yay! Wir dürfen einfach so gehen. Vielen Dank, dass ihr mir vor den Valyanern gerettet habt. Ich hoffe, dass ich es allen eines Tages wieder gut machen kann. Thank you very much. Doch nicht? Okay, schade. Kümmere dich nur darum, dass die Moonquest ist, vor den Valyanern zu schützen. Oder so ähnlich. Und Wise, wir zählen alle auf dich. Aha. Ich liebe dieses Aha. Mach dir keine Sorgen, Dad. Ich lass dich nicht im Stich. Also, ich sollte jetzt wohl gehen. Wir kommen bald zurück. Wiedersehen, Captain. Wiedersehen allerseits. Wise, Aika, seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Fina, wir können auf keinen Fall ablehnen. Nach dem, was du mir über die Gigas erzählt hast, graut mir davor, was die Valyan Empire mit ihnen machen würden. Wir sind die Einzigen, die sie stoppen können. Und, also, um ganz ehrlich zu sein, wollte ich schon immer auf die Welt segeln. Und dies ist meine Chance. Moon Crystals, verlorene Städte, seltsame Länder. Ich möchte sie alle mit eigenen Augen sehen. Meine Chance herausfinden, was es wirklich dort draußen gibt. Ich kann heute auch nicht lesen. Schlimm. Fina, du könntest uns nicht davon abhalten, selbst wenn du es versuchen würdest. Es ist die Art von Abenteuer, von dem Luftpiraten träumen. Wenn wir uns das durch die Lappen gehen lassen, werden wir es am Ende noch bereuen. Ich kann heute echt nicht lesen. Was ist los? Ich verstehe. Danke. Danke euch allen. Fina, hast du irgendeine Ahnung, wo sich die Kristalle befinden könnten? Nun, den alten Legenden nach sollte in den Ländern unter jedem der Monde ein Moonkristall versteckt sein. Die nächsten von hier sind, der Yellow Moon von Valyar und der Red Moon von Nazra. Also, es ist aussichtslos, sofort nach Valyar zurückzukommen. Ihr solltet besser eine Weile warten, bevor ihr dorthin geht. Wenn ihr von hier nach Osten geht, kommt ihr nach Nazra. Mit einem gewöhnlichen Schiff könnt ihr die Felsklippen unterwegs wahrscheinlich nicht passieren. Aber da die Little Jack jetzt mit einer Harpoon Cannon ausgestattet ist, habt ihr gute Aussichten, es zu schaffen. Yes. Hört sich wie ein Plan an. Wir fahren ostwärts nach Nazra und schnappen uns den Red Moon Crystal. Hey, wir stehen hier schon zu lange rum. Lass uns gehen. Dad, jetzt ist es wohl Zeit, dich zu verabschieden. Denk an alles, was ich dir beigebracht habe. Wir wollen stolz auf dich sein, mein Sohn. So, und jetzt labert nicht, sondern fahrt endlich. Och, Fina, bitte dreh dich nicht 10.000 Mal um. Thank you very much. Okay, bye bye. So, die anderen haben sich nicht verabschiedet von uns, weil die hassen uns alle. Ne, die ganze Crew, die mag uns nicht. Anscheinend zumindest. Und jetzt gehen wir natürlich direkt weiter. Wir müssen quasi wieder zurück nach Sailor's Island. Obwohl wir da jetzt nicht dringend hin müssen. Aber wir können halt wenigstens schon mal, aber wir müssen halt in die Richtung. Da 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 da. Ach, die Musik, ey. Jetzt sind wir endlich vollständig. Wir sind 4 Stück. 4 Stück können allerhöchstens immer in der Party mitmachen. Und ja, wir sind 4. Wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt keine Kämpfe verpassen. Damit wir halt Fina auch ein bisschen trainieren. Das ist halt schon ein wenig wichtig, dass wir halt wenigstens die Kämpfe mitmachen, die unterwegs so ein bisschen kommen. Und dann hat sie es auch irgendwann geschafft und ist relativ schnell mit uns auf. War das schon alles? Ja, tatsächlich. Dann müsste jetzt auch relativ schnell gehen. Wahrscheinlich kriegt sie jetzt direkt schon Level 2. Ja. Direkt Level 2. Und lernt dann auch bald die ersten Magien. Sie ist übrigens mit einem Silber-Moonstone ausgerüstet. Heißt, sie lernt Silber-Magie. Da freue ich mich auch schon drauf, weil dann kann sie endlich Riesan und Rieselem. Das sind, ja, hier können wir jetzt übrigens durch. Wir können das ja einfach mal testen hier. Tadim, und da sind wir durch. Hier müssen wir aber nicht hin. Wir müssen nach Nazra und dafür müssen wir hier lang. Aber ja, sie lernen quasi die ganzen Heilungszauber zum Wiederbeleben. Vielleicht sehen wir es jetzt ja auch mal in Aktion. Na, ne, bei einem Gegner wohl kaum. Von daher, weil sie da kaum zuerst dran ist. Ja. War klar, dass sie nicht zuerst dran ist. Und mir fällt gerade was auf, dass ich was vergessen habe.
Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum Aika noch diese alte Waffe hat. Ich habe doch tatsächlich in Value vergessen einzukaufen. Ich habe keine Waffen gekauft. Aber ist nicht so schlimm. In Nasri gibt es ja schon wieder neue. Allerdings hätte ich euch natürlich auch gerne die Waffen gezeigt, die es jetzt in Value gab. Aber wie gesagt, es ist nicht so wichtig. Es zählt nicht zu den 100% dazu, alle Waffen zu haben. Zum Glück nicht. Da 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 da. Wir werden normal angreifen. Hier könnten wir tatsächlich das erste Mal Fina sehen, wenn Drachma nicht schneller ist als Fina. Ich glaube, er ist schneller, aber ich kann mir nicht ganz sicher sein, ob er wirklich schneller ist. Ja, doch, er ist schneller, okay. Von daher sehen wir Fina wahrscheinlich wieder nicht angreifen. Etwas schade. Ja. Außer Aika verfehlt. Aber das glaube ich auch eher nicht. Oh, wir sehen Fina doch noch, weil Aika zu schwach ist. So, hier ist Fina in Action. Bäm, und hat sie ihn erledigt. Obwohl, sie selber nicht. Sie hat einfach nur ihre Hand gehoben und Skupil hat den Rest gemacht. Ja, Fina, das war eine sehr schöne Pose. We did it! We did it! We did it! We did it! Hurra! Yes, we did it! We did it! We did it! Oh mein Gott. Hallo. Hier gehen wir jetzt auch erstmal wieder hin, denn wir haben ja ein paar Moonfish gesammelt und für jeden Moonfish kriegen wir ein Item. Ganz, ganz wichtig. Hi. Hallo. Hi. Ich sehe, du hast Moonfish gefangen. Hier, lass uns das kleine Viech füttern. Gib dem Vogel einen Moonfish. Hey. So, guten Hunger. Wuhu, es wird größer und fetter. Dieses Ding wird ganz schön groß. Ich zeig dir gleich noch was anderes, was ganz schön groß wird, Aika. Nein. Oh Gott, wie viel wird das wohl noch wachsen? Bäh. Igitt! Er hat irgendetwas ausgehustet. Oh, sieh mal, irgendetwas befindet sich in diesem Haarwust. Weißt du was? Als Zeichen meiner Anerkennung kannst du alles behalten, was der Vogel ausspuckt, okay? Na super. Oh, ein Rieselimm-Kristall. Er spuckt Items aus. Was ein Wunder. Anscheinend hast du immer noch etwas Moonfish über. Möchtest du dem Vogel noch einen geben? Ja, natürlich. Komm, wir geben ihm ganz viel. So, das dauert jetzt eine Weile. Weil ich glaube, wir hatten ja um die 4 Stück jetzt schon gesammelt. Waren das 4 oder 3? 3 oder 4 auf jeden Fall. Von daher haben wir hier ein bisschen was. Igitt! Ja, Aika, du wiederholst dich. Wir wissen, dass da was Ekliges ist. Die Kriegerrune. Ey, wir hatten noch mehr als 2. Willst du mich verarschen, du Fettsau? Sieh mal, wie dein kleiner Vogel gewachsen ist, Maria. Und das alles dank diesen jungen Mannes und seiner Freunde. Anke? Nein, ich heiße nicht Anke, ich heiße Mario. Hey Maria, hast du etwas gesagt? Anke, danke. Maria? Oh mein Gott, sie redet. Oh mein Gott. Weiß, ich kann dir gar nicht genug danken. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich Marias Stimme nicht mehr gehört habe. Na, so alt sieht die nicht aus. Was? Du willst behaupten, dass deine eigene Tochter seit Jahren nicht mehr gesprochen hat? Hey, 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 nicht so voreilig, Schätzchen. Ich bin immer noch ledig. Ich habe noch nicht mal eine Frau, geschweige denn ein Kind. Ah, das freut mich. Sie sind also ledig. Okay, könnten wir eventuell mal zu zwei... Maria ist noch nicht mein Kind. Sie hat ihre Familie vor ein paar Jahren verloren. Deswegen hat er sein Shirt immer so weit offen, damit man ja seine Brust sieht. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich war einmal ein valyanischer Soldat, oh mein Gott. Ich arbeitete für Mendoza, einen ehemaligen Admiral der Valyan Armada, als Doktor an Bord seines Flaggschiffs. Und Maria ist seine Tochter, die Tochter eines valyanischen Admirals. Als sie noch sehr jung war, verlor sie ihren Vater und den Rest ihrer Familie in einem schrecklichen Unfall. Für solch ein junges Kind war es eine entsetzliche Erfahrung. Seitdem hat sie keinerlei Gefühlsregung gezeigt und kein Wort mehr gesprochen.
und ich kann es ihr nicht verdenken. Das arme Kind musste dabei zusehen, wie das Schiff ihrer Familie mit der gesamten Familie an Bord in den Wolken unterging. Deshalb nahm ich sie unter meine Fittiche und trat aus dem Militär aus. Und dann wurde ich ein Schiffsarzt. Deshalb bin ich sozusagen verantwortlich dafür, dass Maria glücklich ist. Es ist in gewisser Weise meine Verantwortung und meine Bestrafung. Der kommt mir ein wenig zu nah und glotzt mir zu lange in die Augen. Oh, ich komme sofort, Maria. Seit sie aufgehört hat zu reden, läutet sie einfach wie vorher mit der Glocke, wenn sie mich braucht. Und jedes Mal, wenn ich die Glocke höre, bricht es mir das Herz. Jetzt kommt er mir eindeutig zu nah. Weiß, ich flehe dich an. Bitte such mehr Moonfish. Und wie findest du mein neues Parfum? Riecht gut, oder? Der kleine Vogel scheint zu Maria durchzudringen. Aus welchem Grund auch immer. Sie scheint endlich aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen. Ich hasse es, wenn Leute Schneckenhaus sagen. Ich stelle mir immer die Person dann aus einem Schneckenhaus vor. Wer weiß, vielleicht wird Maria eines Tages wieder lachen. Ich sollte mir nicht zu viel Hoffnung machen. Aber ich kann mir einfach nicht helfen. Aber ich flehe dich an. Irgendwie weiß ich, wenn jemand Marias Wunden heilen kann, dann du. Ich zähle auf dich, Weiß. Aha. Gut. Machen wir. Ich bin mir zwar immer noch sicher, dass wir mehr Moonfish hatten, weil allein zwei in Sailor's Island waren. Und wir ja definitiv einen in Pirate Isle bekommen haben. Theoretisch müssten wir eine haben noch. Mindestens. Ja, also, danke sehr. Wollt ihr mich hier einfach verarschen, dass wir keinen mehr haben? Ich weiß, es geht ganz schön lange jetzt, aber das muss halt mal sein. Das Ding, ja, man kann das leider nicht schneller machen. Aber keine Sorge, es lohnt sich definitiv. Es gibt immer schöne Items und vor allem ist es halt eine Sidequest mit Kämpfen, die man nur bekommt, wenn man das auch wirklich macht. Und ja, das war's schon. Mehr haben wir nicht. Wir haben drei Stück. Dann hatten wir tatsächlich die beiden in Sailor's Island und dann einen in Pirate Isle. Da ist mir der Name gerade ganz kurz entfallen. Ich überlege gerade, ob wir nochmal nach Sailor's Island müssten, aber eigentlich nicht. Wir können direkt hier hin. Und jetzt sind wir durch. Und hier sehen wir schon ganz viel Sand. Und da vorne sehen wir eine Flamme oder flammenähnliche Flammen. Irgendwie sowas. Und eine Cutscene kommt. Wow. Hier gibt es nichts außer Sand. Das ist also eine Wüste. Ich habe Soldaten gehört, die sich darüber unterhielten, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich eine sehe. Stimmt, ich habe auch schon Soldaten darüber sprechen gehört. Weißt du? Ich habe gehört, sie sagten, die Nasr-Wüste seien so heiß, dass deine Haare Feuer fangen, wenn du zu lange in der Sonne bleibst. Alkas Fantasie. Sie tragen Eimer Wasser mit sich herum, damit sich die Haare ja vorne löschen können und dann... Ach komm schon, Alka, du glaubst doch nicht etwa, dass sie das wie Verrückten wirklich wahr sind. Manchmal frage ich mich, was in deinem Kopf vorgeht. Hey, komm bloß nicht an und heul, wenn deine Haare in Flammen aufgehen. Deine Augenklappe aus Glas wird die Sonnenstrahlen verstärken, bis dein Gehirn brät. Ich mache nur Spaß, Weiß. Es ist eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Ich habe sie auch nicht glauben können. Aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Moonstones, die vom Red Moon fallen, geben viel Hitze ab. Für die meisten Pflanzen ist es hier zu heiß. Deshalb sind die Gebiete von Nazareth zu einem kargen Ödland geworden. Verstehe, da unten ist nicht viel. Mehr außer Sand und Felsen. Der Red Moon Crystal sollte irgendwo in der Wüste versteckt sein, stimmt's? So ist es, Weiß. Er ist tief im Innern des alten Pyrin-Tempels vergraben. Ein alter Tempel? Ich wette, da gibt es wahnsinnig viele Schätze. Vielleicht Gold und Juwelen und Zauberkram und schöne Kleider und solche Sachen. Wenn wir einen Schatzhaufen finden, sind wir reich! Wir können uns kaufen, was wir wollen! Was würdest du als erstes kaufen, Fina? Kaufen? Was genau ist das? Hä, was? Fina, du weißt nicht, was das bedeutet? Tut mir furchtbar leid.
Ich habe den Rest der Welt noch nie zuvor gesehen und... Läden gibt es an jeder Ecke. Jeder kauft Sachen. Es ist normal. Fina, du kommst nicht viel raus, oder? Anscheinend nicht. Aber ich sag ja, Aika ist geldgeil. Genauso wie Nami. Noch mehr Gemeinsamkeiten. Nach der Karte gibt es hier in der Nähe eine Stadt Maraba. Gehen wir erst einmal dorthin. Dafür bin ich zu alt. Och, Drachma, sei mal nicht so knauserig hier. Jawohl nicht. Wir sind doch auf einem Ausflug hier. Hast du keinen Spaß? Ist doch alles halb so wild. So, da ist Maraba. Oder Maramba. Ich sage immer Maraba, weil Maraba klingt viel besser als Maramba. Juhu! Die nächste Stadt. Oh, unser Schiff ist schon gewaltig, ne? Hm, wo ist Drachma? Warum ist er immer noch im Schiff? Das ist also Maramba. Es ist so heiß. Wo ist der Captain hin? Hey! Ah, du fette Greis! Warte! Captain! Wohin gehst du? Lass uns nicht alleine, du Fettsau! An dieser Stelle trennen sich unsere Wege. Ich muss mich um mein eigenes Abenteuer kümmern. Ich muss Ragnar finden. Was? Warte eine Sekunde! Was sollen wir denn machen? Wir sind mitten in der Wüste ohne Schiff. Wie sollen wir unsere Mission fortsetzen? Das geht mir nichts an. Ich habe kein Interesse an Kristallen oder Tempel. Ich muss Ragnar finden. Ich kann nicht mehr Zeit auf Babysitten verschwenden. Aber... Lass uns nicht allein! Hey, komm zurück, du Freak mit der Augenklappe! Tauriger alter Mann! Hörst du mich? Da war er weg. Ach, herrje, das ist gar nicht gut. Was sollen wir machen? Ach, wir können nicht einmal aus der Stadt heraus. Geschweige denn zum Tempel. Wir sitzen hier fest. Also im Moment haben wir keine andere Wahl, als die Stadt auszukundschaften. Vielleicht finden wir jemanden, der uns zum Tempel bringen kann. Mehr können wir nicht tun im Moment. Ah. Drachma hat die Gruppe verlassen. Aber zum Glück dürfen wir immer noch den blauen Moon Crystal von ihm benutzen. Und ich würde sagen, das wär's mit dem Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hier die Stadt auskundschaften. Und vielleicht finden wir irgendjemanden, der nett genug ist, uns mitzunehmen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye 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 und tschüss!